Unter den Rheumaerkrankungen ist die Arthrose sicher eine der häufigsten. Sie betrifft natürlich Menschen, sowohl ältere Menschen wie auch etwas jüngere Menschen. Es handelt sich hier um eine Krankheit, die charakterisiert sich durch eine Abnutzung des Knorpels, betreffend vorwiegend die großen Gelenke. Wir kennen dies gut, die Kniegelenke, die Hüftgelenke. Es können aber auch die Schultergelenke betroffen sein oder zum Beispiel die Sprunggelenke. Interessanterweise gibt es einige Gelenke, die eher selten betroffen sind, wie zum Beispiel der Ellbogen. Arthrose kann aber auch den Rücken betreffen und dann zu Schmerzen führen. Unter den verschiedenen Arthroseformen ist die Fingerpolyarthrose eine besondere. Sie betrifft nicht alle Fingergelenke, sondern vor allem das Daumenwurzelgelenke, an diesem Bereich, und die Endgelenke der Finger. Das typische Zeichen der Arthrose ist sicher der Schmerz. Der Schmerz entsteht vor allem unter Belastung, nach längeren Strecken, manchmal auch beim Anlaufen. Also man sitzt eine längere Zeit, macht einige Schritte und dann verspürt man Schmerzen, zum Beispiel im Hüftgelenk oder in den Kniegelenken. Zu Beginn hat man dann keine Schmerzen mehr in der Ruhe, aber dann mit der Zeit kommen auch die Schmerzen Tag und Nacht und schließlich führen sie zu dauernden Schmerzen. Die Ursache der Arthrose ist vor allem, denke ich, genetisch bedingt. Sie tritt vor allem mit dem Alter auf. Es gibt aber auch sekundäre Formen der Arthrose, zum Beispiel nach einem Unfall, Meniskusläsion am Kniegelenk kann direkt zu einer Arthrose führen. Was kann man tun gegen die Arthrose? Auch hier ist es wichtig, sicher zu sein, dass es sich überhaupt um eine Arthrose handelt, bei der es sich bei den Schmerzen wehtut. Man kann einerseits die Gelenkbeweglichkeit versuchen zu erhalten. Man kann kräftigen, die Muskulatur, man kann Schmerzmittel einnehmen und es gibt auch verschiedene Substanzen, zum Beispiel Chondroitine oder Glucosamine als Ernährungssubstanzen, die den Knorpel einen gewissen Schutz geben. Später, in den Spätformen, ist es nötig, die Patienten auch oder die betroffenen Gelenke zu operieren. Eine besondere Form der Arthrose ist die sogenannte Fingerpolyarthrose, die vor allem die peripheren Gelenke betrifft oder eben zum Beispiel das Daumenwurzelgelenk. Fingerarthrose hat ganz unterschiedliche Verläufe und so ist das natürlich auch mit den Schmerzen. Eine andere, aber auch sehr schmerzvolle Erfahrung ist für Betroffene die Sorge darum, dass sie die Selbstständigkeit verlieren könnten. Die Hände, die sind zentral für die Alltagsbewältigung. Wichtig ist, sehr früh mit Maßnahmen zu beginnen und vor allem auch herauszufinden, was persönlich hilft und gut tut und das trotz Schmerzen dann auch konsequent im Alltag umzusetzen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Hierbei helfen Medikamente, die richtige Bewegungstherapie, aber auch mentale Strategien und Entspannungstechniken. Bei der Arthrose steht die Bewegung im Vordergrund, auch wenn die Gelenke schmerzen. Wichtig ist zu wissen, wie man sich bewegt, dass die Belastung nicht zu groß wird. Da helfen Ihnen Fachleute, Ärzte und Physiotherapeuten. Für den Alltag empfiehlt es sich, Helfer einzusetzen, die die Belastung auf die Gelenke klein halten, wie zum Beispiel diese Schere, die sich mit wenig Kraft schließen lässt und mit praktisch keiner Kraft wieder öffnen lässt. Die Rheumaliga verfügt über ein großes Sortiment von solchen Alltagshilfen.